Es ist Juni. Es hat gerade heftig geregnet und der Himmel ist voller Lebewesen, die wir dort normalerweise nicht erwarten würden. Das mag zunächst beunruhigend wirken, aber für die glücklichen Männchen und Weibchen der Solenopsis invicta, auch bekannt als Feuerameisen, ist es ein Tag der Liebe. Bei ihrem Hochzeitsflug steigen tausende fortpflanzungsfähige, geflügelte männliche und weibliche Ameisen zum ersten und letzten Mal in die Luft. Doch selbst für erfolgreiche Männchen, die fliegenden Räubern ausweichen können, endet dieser Paarungsrausch tödlich. Und für ein erfolgreich befruchtetes Weibchen fängt die Arbeit erst an. Unsere Königin hat sich einen großen Vorrat an Sperma von ihrem verstorbenen Partner gesichert und muss nun ganz alleine eine Kolonie gründen. Am Boden sucht sie nach einer geeigneten Stelle für den Nestbau. Im besten Fall findet sie lockeren, leicht zu bearbeitenden Boden, etwa Ackerland, das bereits vom Menschen genutzt wurde. Hat sie die perfekte Stelle gefunden, bricht sie ihre Flügel ab. Die so entstehenden Stummel begründen ihren königlichen Status. Dann gräbt sie einen absteigenden Tunnel, der in einer Kammer endet. Hier beginnt sie Eier zu legen, etwa 10 pro Tag, aus denen innerhalb einer Woche erste Larven schlüpfen. In den nächsten 3 Wochen benötigt die neue Königin erneut unbefruchtete Eier, um sich und ihre Brut zu ernähren. Dabei verliert sie die Hälfte ihres Körpergewichts. Zum Glück wachsen die Larven schon nach etwa 20 Tagen zur ersten Generation Arbeiterinnen heran, die die geschwächte Königin mit Nahrung versorgen. Die Töchter müssen jedoch schnell sein, denn ihre Mutter muss dringend zu Kräften kommen. In der Umgebung bauen Dutzende andere Königinnen Ameisenarmeen auf. Die Kolonien haben bisher friedlich koexistiert, aber sobald Arbeiterinnen auftauchen, beginnt der sogenannte Brutraub. Arbeiterinnen aus bis zu mehrere Meter entfernten Nestern stehlen unserer Königin den Nachwuchs. Deren Kolonie schlägt zurück, aber neue Angriffswellen aus noch größerer Entfernung überwältigen die Arbeiterinnen. Nach kurzer Zeit haben die Räuber den gesamten Brutvorrat unserer Königin in das größte nahegelegene Nest gebracht. Auch ihre überlebenden Töchter verlassen sie. Im Kampf ums Überleben folgt die Königin der Spur zum Nest der Sieger. Sie wehrt andere Königinnen und die angreifenden Arbeiterinnen des Nests ab und kämpft sich an die Spitze der Brut. Die Töchter helfen der Mutter gegen andere Königinnen. Sie besiegen die amtierende Monarchin und rauben deren Brut. Schließlich scheitern auch die übrigen Angreiferinnen, bis nur noch eine Königin und ein Bruthaufen übrig bleiben. Die siegreiche Königin herrscht nun im größten Nest über hunderte von Arbeiterinnen und unterstützt ihre Kolonie bei der wichtigsten Aufgabe, der Fortpflanzung. Zunächst bringt die Kolonie nur sterile Arbeiterinnen hervor. Aber sobald die Population etwa 23.000 übersteigt, ändert sich der Kurs. Von nun an produziert die Kolonie jedes Frühjahr fruchtbare männliche und weibliche geflügelte Tiere. Diese größeren Ameisen bringt die Kolonie den ganzen Frühsommer hervor und kehrt im Herbst zur Produktion von Arbeiterinnen zurück. Nach starkem Regen schwärmen die Ameisen aus und verbreiten die Gene ihrer Königin mehrere hundert Meter weit. Doch um zum jährlichen Paarungsrausch beizutragen, muss die Kolonie als Superorganismus weiter wachsen. Jeden Tag füttern die jüngeren Ameisen die Königin und versorgen die Brut, während die älteren Arbeiterinnen Nahrung suchen und das Nest verteidigen. Eindringlinge werden von diesen Kriegerinnen mit Gift abgewehrt. Nach Regenfällen kommt die Kolonie zusammen, um in der nassen Erde das Nest zu vergrößern. Als eine katastrophale Flut ihr Heim überschwemmt, bilden die Schwestern ein lebendiges Floß, um ihre Königin in Sicherheit zu bringen. Doch auch die widerstandsfähigste Kolonie lebt nicht ewig. Nach etwa 8 Jahren geht unserer Königin das Sperma aus und sie kann die sterbenden Arbeiterinnen nicht mehr ersetzen. Die Population des Nests schrumpft. Schließlich wird es von einer benachbarten Kolonie übernommen. Unsere Königin ist am Ende. Aber ihre Gene leben weiter. Wirf einen Blick in den Bau eines weiteren beeindruckenden Insekts, der Honigbiene.
Wie baut sie ihre geometrisch perfekten Bienenstöcke? Finde es in diesem Video heraus.